Und damit willkommen zurück zum Wolfsrudel. Ich habe mich dann spontan doch entschlossen, es nochmal zu probieren. Es gibt noch ein paar Sachen zu optimieren, ein paar Sachen, die ich besser machen könnte. Ob's reicht? Ich glaube immer noch nicht, dass es reicht auf irgendeine Art und Weise. Aber einmal probiert haben will ich's nochmal. Es gab ja, wie gesagt, noch ein paar Dinge wie weitere Hopfenfarmen und zusätzliche Lanzenmacher und solches Zeug. Ich finde das sowieso voll die Trollerei. Werft die Produktion an und lagert das Bier, bevor ihr euch um die Verstärkung durch Lanzenträger kümmert. Ja, nee, Junge, ist klar, ich werde ja nicht zufällig die ersten 5 Minuten schon durch Wölfe überrannt oder so. Nein, wie kommt man denn auf sowas? Oh Mann, ey, das ist ein ähnlicher Troll. Ich glaube schon fast, das ist irgendwie ein Verwandter von Dinge. Ich habe schon ganz vergessen, wie der heißt. Mafio, jetzt habe ich's. Platziert euren Kornspeicher. Das ist irgendein entfernter Verwandter von Mafio oder so. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, dann mache ich mal zack, zack. Will ich so machen? Will ich das? Ich glaube, ich will. Ich will, ich will. So. Ich mache mal wirklich ganz geringe Spielgeschwindigkeit, dass wir auch eine Chance haben, irgendwas zu tun. So, Häuser können von mir jetzt wieder hierher. Und dann gucken wir mal, dass die Holzfäller rankommen. Und zwar richtig viele, bitte. Ich hätte am Anfang gerne viel Holz. Ja, jetzt kann ich eh nicht mehr sehr viel tun. Nein, ich habe mich doch umentschieden spontan. Platziert euren Kornspeicher. Ich habe mich dann spontan doch umentschieden. Shisha-schieden. Kann man rauchen. 1, 2, 3, 4, 5 für den Start. Eine Holzfällerhütte. Machen wir vielleicht doch noch 2. Eine Hütte. Ja, Dingens, nicht Holzfäller. Ihr wisst schon. Ich rede von Bäumen. Bäumen. Ja, ich glaube, ich hau das Ding wieder. Ja, es ist zwar schade, was den Platz angeht. Ja, da ist halt natürlich der Nachteil an diesen langen Lager. Will ich das lange Lager so haben? Damit mache ich mir halt meine Produktion da drüben ein bisschen kaputt. Andererseits, ja komm, ich probiere es trotzdem. So, und... Alter, nein. Nein, das ist doch gemein. Reicht das, wenn ich ein Holz verlöte? Nein. Ein Holz für Lütte weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben 6. Ich möchte schon die Lanzenproduktion anfangen. Okay. Nochmal. Platziert euren Kornspeicher. Und ich glaube, diesmal mache ich es anders. Wir benötigen Holz. Wie viele Holz für Lütten waren das jetzt? Nein. Ach, Lord, die geht weg. Platzieren, my Lord. Ich mache erstmal 4. Später kann ich immer noch ergänzen. Ich glaube, das ist eine bessere Idee, oder? Wir haben doch eh 8 Leute für den Start. Wir brauchen doch nicht mal eine Hütte. Es reicht doch, wenn ich am Anfang erstmal alles besetze. 4, 5, 6. Trolololololol. Ich glaube, das kann ich doch echt hier herpacken. Das muss direkt an die Waffenkammer gebaut werden. Nee, das glaube ich doch nicht. Und so ran. Dann dürfte der Abstand auch hoch genug sein, dass ein Feuer da nicht überschlägt. Ich hätte gerne jetzt meinen ersten Lanzenmacher bereits. Einfach nur... Aus Gründen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer hat's mit der Fräulein, mit dem Burgfräulein getrieben? Schön besetzt. Die ersten Lanzen sollen dann bitte auch schon reinkommen. Da haben wir auch ein bisschen Reserveholz für. Stimmt, hätte ich es ganz knapp in Holz gemacht, da hätte man gar kein Holz gehabt, um Lanzen zu erstellen. Die Botschaft von eurem Informanten. Wir sollten uns sputen. Diese Wölfe sind überall. Junge, du bist so ein helles Köpfchen. Wir benötigen Holz. Wie war das nochmal mit dem Hopfen? Ich habe doch, glaube ich, eine... Wo war denn das, dass ich eine mehr platziert bekommen habe? Ich glaube, das war da drüben. Da drüben könnte ich es doch knapp so machen, dass ich eins mehr hinbekommen habe. Okay. Merken. Wichtig. Dong, dong, dong. Dun, dun. Ach, die Musik. Nicht wundern, das Video ist nicht asynchron. Ich habe es jetzt ein bisschen im Nachhinein gesummt.
Holz, 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 Holz. Keine Steuern ist eine Sache. Ja, Junge, fängst du mal an? Du hast alles, was du brauchst? Geht doch. Ich brauche mindestens 3 Lanzenmacher, dann schon relativ früh. Keine Veränderung in der Schatz. Das Volk hat eine bringt noch nichts, Steuern zu machen. Ach, komm, bring das Holz ran. Bringt es. Ich muss tatsächlich als letztes aufs Hopfen gehen, weil das bringt mir Hopfenanbau, wenn die Arbeiter nicht sind. Obwohl, die sind ja eigentlich relativ sicher für den Start. Ja, aber Pech ist halt auch wichtig. Eine Pechgrube will ich auf jeden Fall machen. Wir benötigen mehr Holz. Mehr Holz? Nein. Soll ich denn das herbekommen? Lanzen, Lanzen, Lanzen. So voll der Lanzen-Fanclub. Und nein, ein Fanclub ist kein Club, der Föhne benutzt. Hm? Nein, nicht Föhne, ihr Ding ist Ventilatoren. Wie kann ich da Föhn? Ja gut, Fan und Föhn. Hm? Schaut denn jetzt hier aus? Ja, das könnte ich tun. Will ich das tun? Ich gehe mal kurz auf 20, wenn die abgeben. Wir benötigen das soll jetzt Holz. Genau vom Timing stimmen. Das kommt so nah wie möglich wie ran. Es sind nicht zwei, das kriege ich ja leider nicht hin. Vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Dann brauche ich eine neue Hütte. Was heißt denn meine erste Hütte überhaupt? Okay. Dann, mit den neuen Leuten werde ich tatsächlich gucken, dass ich noch mehr Holz rankriege. Eine Hütte. Ja, mach mal eine Hütte. Die Nahrung kommt erst ein bisschen später. Es reicht ja noch ein bisschen. Jetzt muss ich gucken, dass das Hopfen hinhaut. Später kann ich natürlich ebenfalls noch gucken, dass ich das irgendwie mache mit... den Lanzen noch erweitern. Erstmal muss es so hinhauen. So, mehr als die zwei passen hier eh nicht hin. Da haben wir schon mal mit den beiden hier angefangen. Ein Spaß, diese Mission. Ein Spaß. Gut, das Ding ist halt einfach nicht drauf... vorgesehen, auf sehr schwer zu machen. Aber ich glaube, selbst auf normal hätten wir voll die Probleme. Obwohl, normal wäre es nur halb so viel Bier. Es ginge. Es ginge. Aber 100 Bier ist einfach... Warum? Einfach nur why? Speichern wir das mal. Wolfus Rudlus. Ja, Wolfus Rudlus. Richtig verstanden. Einfach nur, weil ich mir nicht sicher bin, wie ich das hinhau. Wie viel hatte ich hier? Es würde noch eins runtergehen. Ich glaube, es war so, dass ich hier noch eins runter gemacht habe, oder? Bin ich jetzt mal gespannt, ob das noch hinpasst. Ich glaube schon fast nicht mehr, oder? Mich würde es mal gerade eben interessieren, bei meinem alten Spielstand. Wie hatte ich das dann platziert? So, 4 Stück habe ich hinbekommen. Das Ding war direkt hier unten anliegend, so weit unten wie es geht. Okay. Okay. Und laden. Okay, okay, okay. Das bedeutet hier direkt dran. Alles klar. Verstehe. Und das war dann so, so, so. Ja, so klappt's. Jawoll. Bäm. Okay, mal zurück. Ich würde jetzt am liebsten noch einen weiteren Lanzenmacher bauen. Aber es bringt derzeit nicht wirklich viel. Mm-mm. Weil dann ist noch ein Holz übrig und das ist dann ein bisschen blöd, weil die Nichtsholzlieferung dauert noch ein bisschen. Aber ich krieg schon mal mehr Lanzen, das ist gut. Ich möchte dann bald auch die ersten Käsereien bauen, weil ewig ja die Nahrung auch nicht mehr. Ja, die Gerüchte gehen um, es hält nicht ewig. Und das ist Pech, mein erstes Geld. Nein. Wir benötigen mehr Holz. Mehr Holz. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, ganz ehrlich, auf Brunnen verzichten wir. Was ist hier großartig an Feuer ausgebrochen, was man nicht auch durch einen Abriss hätte regeln können? Vielleicht sogar besser regeln können, hätte sein können. Tuten! Natürlich doof, wenn es hier ausbricht. Vielleicht mache ich die doch mal weit genug weg. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. Wie jetzt? Es geht jetzt schon los? Ernsthaft? Ihr könnt auf uns zählen. Ja, das wird natürlich lustig. Hochgradig lustig. Wohin gehen wir? Wir haben ja schon total die Möglichkeiten, hier Truppen zu haben.
Womit kann ich dienen? Ja, super. Ja, super. Ja, klasse ist das. Ja, ich bin begeistert. Lordi, mach mit. Zeig den Menschen deinen Enthusiasmus. Zeig ihnen deine Lordigkeit. Pieks. Womit kann ich synchron sterben. Ist irgendwie im Trend, glaube ich. Okay, das ist eigentlich wie finish him widely. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Okay, jetzt kommt das Holz. Jetzt kommt das Holz. Das Holz kommt. Betrachten Sie die Effizienz, meine Damen und Herren. 2 über, das reicht. Käse! Ach du Scheiße, wird das knapp. Ja, bitte. Jo. Es werden Rekruten benötigt sein. Das Volk huldigt euch. Wollte ich nochmal gesagt haben, yo. Wenigstens haben wir jetzt schon mal unsere ganzen Hopfenproduktion. Ah, das kann lustig werden. Das kann Spaß machen. Kann es durchaus. Na, da kommt das nächste Holz, sehr schön. Weil das wird jetzt dann knapp. Beeilt euch mal. Ihr könnt auf uns zählen. Er möchte ja noch rechtzeitig dann sein Holzbrett abholen. Es werden Rekruten. Ich brauche dann auch mit dem Marktplatz, mit dem ich dann das Pech verkaufen kann. Ihr könnt auf uns zählen. Nennt euren Wunsch. Auch schön Spaß haben mit der Bevölkerung von Anfang an sein. Ja, jetzt haben wir zwar kurzzeitig keine Nahrung, aber das wird sich bald wieder geben. Hoffe ich mal so. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns gehen. So, jetzt haben wir schon mal ein Stadtangebot. Stadtaufgebot wollte ich eigentlich sagen, aber ein Stadtangebot ist auch okay. Erstes Hopfen. Yeah, baby. Okay, weg damit. Will ich Nahrung kaufen? Eigentlich nicht, ich brauche das Geld. Ich bin jung. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte. Ich bin jung und brauche es. Größte Problem hier wird sein, dass die Leute da nicht so einfach durchkommen. Die müssen da immer außen rumlaufen. Vielleicht sollte ich da wirklich einen Abstand... Ja, die kommen da noch durch tatsächlich. Deswegen sollte ich hier tatsächlich einen Abstand machen. Sonst gibt es da Probleme. Andererseits kämen die noch so durch. Diese Gatter bei den Käsefarmen sind echt gemein. Ja, die sind einfach böse. Punkt. Geschlossene Sache. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Fast wie Frankreich, aber Frankreich ist eine beschossene Sache. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Käse kommt langsam rein, sehr schön. Bevor ich auf Brauereien gehe, ganz ehrlich, Brauereien... wir brauchen erstmal das Hopfen. Und erstmal so weit alles funktionieren. Das heißt, ich mache jetzt noch einen weiteren Lanzus Macherus. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Mach es tatsächlich mal so. Zack, und dann noch einen weiteren. 4 Stück dürften eventuell hinhauen. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns so, zählen. 16, das ist schon mal eine Zahl. Captain Obvious hat gesprochen. Die Stewardess ist unterwegs. Speichern. Gefällt mir gerade mal ausnahmsweise ein kleines bisschen zumindest. Pech. Irgendwo könnte ich doch noch Pech bauen. Ich kann mich erinnern, es gab irgendwo noch einen Ort, den ich hier gesehen habe, wo ich gesagt habe, fuck, hätte ich das früher gewusst. Und der Herr findet es natürlich nicht. Nicht da. Nicht da. Er findet es nicht da. Ich glaube, der kam so oder so durch, aber ich müsste jetzt mal säubern. Gehen wir? Mit Vergnügen. Das war ja, glaube ich, kein ganzer Wolfsbelag hier, der da stand. Und irgendwo da hinten bringt's mir nicht viel. Da oben bringt's mir was. Da oben bringt's mir tatsächlich was. Ernährt euch doch von Pech, Leute.
Also nicht von Pechleuten, sondern ihr wisst schon. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? So. Einmal Pech verkaufen bringt mir fast 2 Lanzenträger, so zum Rekrutier, von Rekrutierkosten. Das geht. Das geht. Der kommt hier eigentlich auch vorbei. Das hatten wir ja schon mal das Thema. Aber trotzdem würde ich doch lieber hier für Ruhe sorgen. Ja, bitte. Endgültig. Wir rücken aus. Endus Gülticus. Schon 10 Hopfen? Vielleicht sollte ich mich doch schon mal um die erste Brauerei bemühen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Mach ich mal hier unten hin. Zumindest eine erste Brauerei. Dass wir schon mal ein bisschen Stadtbier haben. Der Rest kommt dann später dazu. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. So, 16. 16 ist eigentlich. 15 ist eine sehr, sehr gesunde Zahl an Lanzenträger zur Verteidigung für eine Seite. Und der nächste Wolfsangriff lässt zum Glück ein bisschen auf sich warten. Wenn so, kriegen wir das jetzt tatsächlich mal ein bisschen abgesehen. Boah, ich hasse es, wenn die Maus einfach sich nicht abwählen lässt. Es ist schlimm. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wenn das nicht so viele Wölfe wären, würde ich da tatsächlich immer mal wieder ausrotten überall, da ich meine Ruhe habe. Größte Problem ist eben noch der Angriff des Wolfs. Die Wölfe dienen mir als natürliche Deckung ein bisschen vor diesem Schwertkämpferangriff. Andererseits kriege ich bestimmt auch Bäume. Hä? Ich habe vergessen, was ich sagen will. Tut mir leid. Passiert öfters mal. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte. So, ich hätte gut 10 bis 15 Lanzenträger gerne an jeder Seite zum Verteidigen gegen die Wölfe. Ihr könnt auf uns zählen. Und dazu. Und weiter. Ja, im Prinzip, wenn ich mal keine Holzfäller brauche. Ich wünschte, ich hätte irgendwelche Gebäude, die ich in Massen platzieren könnte, um irgendwo zuzumachen, dass die Wölfe da nicht mehr lang gehen. Hier zum Beispiel Holzfäller platzieren in einer Reihe. Aber dann müsste ich die halt nicht besetzen. Und wenn ich einmal einstellen arbeite. Seiten, ich mache tatsächlich alle Holzfäller hierher. Aber dann wäre hier schon mal blockiert, was mir ziemlich wichtig ist beim Wolfsangriff. Ich möchte das wirklich. Am besten wäre es tatsächlich, wenn alle Wölfe von einem Punkt kommen würden. Vielleicht werde ich alle Holzfäller irgendwann hier ersetzen und hier mal dicht machen oder so. Die Nahrung bounced immer so ein bisschen hoch und runter, aber im Grunde funktioniert's. Einen Brunnen mache ich tatsächlich mal für den Fall, dass hier mal was anbrennt. So, erstes Bier ist da. Von eurem Informanten. Was denn? Da kommen sie wieder, Sire. Wohin gehen wir? Super. Schnuper, Dupe. So, komm, her damit. Oh nö, von da hinten, von da hinten. Ihr könnt auf allzeit etwas spielen, kann ich dienen. Nennt euren Wunsch. Ein Kinderspiel. Ja, bitte. Ihr könnt auf Achtung, oh nee, nicht der Holzfäller. Nicht der Holzfäller. Ach, fucket euch. Euren Wunsch. Ein leichtes. Ja, bitte. Und jetzt habe ich aber jetzt hier 2 Holzfäller, die hier rumhacken. Sehr wohl, ihr könnt auf uns zählen. Alle hacken sie auf den Wölfen rum. Wir rücken aus. Ich glaube, das habe ich tatsächlich wieder. Es ging. Ich habe jetzt keine Entvölkerung gehabt, eine komplette. Aber einen Lanzenmacher haben sie mir weggebissen. Ihr Penors. Oh, fuck. Wo kommt denn ihr her? Ein Kinderspiel. Angriff. Ab 20 fangen die an zu schreien, alles klar. Wissen wir das auch mal. Legen wir mal zu den Akten. Nicht mein Pechmann. Puh, er ist vorbeigerannt. Mit Vergnügen, bitte. Aber natürlich. Piekt ihn. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Womit kann ein leichtes? Die Nahrungsvorräte sind ja, bitte. Okay, solange wir auch wenig Lanzenträger verlieren bei so einem Wolfsangriff, ist das ja okay. Durchaus. Hier werden jetzt die Wölfe auch langsam ein bisschen weggehackt. Hack. What the heck? Oh Mist, die Arbeiter haben sie mir auch gebissen. Klasse. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, sagt mal, Leute. Wird das mal wieder?
So, jetzt habe ich doch, glaube ich, alle wieder, oder? Ich hatte doch, glaube ich, ein paar Bauern übrig. Ja, wollte ich doch sagen. Mit dem bisschen müssen wir klarkommen. Wir müssen da tatsächlich dieses Micromanagement betreiben, die ständig so zu rekrutieren. Aber es wird sich auszahlen. Irgendwann. Ihr müsst mir glauben. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns Beziehungsweise, die sammeln sich ja eh da unten. Dann kommen die mal da rechts hin. Und weiter. Weiter. Ihr könnt auf uns zählen. 12 Hopfen übrig, das geht. Das Gemeine ist halt wirklich, wenn da gerade Bier weggebracht wird und die wird weggebissen. Mit einem Haps ist sie im Mund. Die Brauerin, versteht sich. Dann machen wir eine zweite Brauerei. Also mit Holzfällern könnten wir durchfasshalber tatsächlich auch als Armee arbeiten, wenn wir ganz viele überall hin bringen. Womit kann ich dienen? Ihr könnt auf uns zählen. Ich komme ja gerade überhaupt nur mit Rekrutieren hinterher vom Geld, das ich bekomme durchs Pech verkaufen. Ja, bitte. Ihr könnt auf auch irgendwie interessant. Gehen wir. Ich könnte mir gar keinen weiteren Lanzen machen. Selbst langfristig könnte ich mir nicht wirklich leisten. Ihr könnt auf uns zählen. Ich habe dann fast zu mehr Lanzen. Da, als ich überhaupt rekrutieren könnte vom Geld. Auch eine gemeine Sache. Sei nicht, mach mal kurzzeitig Steuern. Die Beliebtheit ist mir gerade noch zu instabil. Nennt euren Wunsch. Okay, die hätte ich jetzt auch. Dann sammeln wir schon mal für die nächste Verteidigungslinie. Höhere Ration können wir uns auch nicht leisten. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Ich kann mir jetzt wirklich wie so steuern. Geht gerade einfach nicht. Ach Leute, hört doch mal auf. Lordi, sag doch mal was. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Notfall mache ich tatsächlich nochmal das Lager größer und mache einfach mehr Holzfälle. Sag einfach, Leute, ihr macht mal auch die Wölfe ein bisschen platt nebenbei. Ist eigentlich echt eine Idee. Kommt, wir lassen einfach mal ein paar Holzfäller hier hochlaufen immer. Die machen immer so langsam ein bisschen die Wölfe. Gut. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my lord. Zum Glück habe ich mich nicht entschieden, jetzt irgendwie mit der Beliebtheit zu spielen. Aber die paar Käselieferungen waren es jetzt erstmal noch und dann habe ich erstmal ein paar Probleme. Ihr könnt auf uns zählen. Womit kann ich dienen? Da habe ich jetzt Lanzenträger, da habe ich Lanzenträger und ich möchte das oben noch welche hinterziehen. Das ist schwierig. Und hier, na gut, hier kommst du noch durch. Wölfe greifen an, Meile. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. Da kommen sie wieder. Okay, alles klar. Mal gucken, von wo. Runter mit der Spielgeschwindigkeit und gucken, wo es abgeht. Hier machen die Holzfäller ein bisschen ihre Arbeit eine schon mal. Eine kleine Soldatentruppe des Wolfs befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, das muss die ja noch kommen. Das hat man ja schon. Ich weg, neuer Lanzenträger, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. 4 Stück. Nennt das wird sogar für eine grundsätzliche Verteidigung reichen. Ich möchte jetzt aber gerne mal wissen, wo die Wölfe jetzt herkommen. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Ja, bitte. Seht ihr, so geht das auch mit den Wölfen auf kurz oder lang. Macht uns ein bisschen Arbeit für die Lanzenträger weg. Aber wo kommen jetzt die Wölfe? Ich würde das jetzt gerne mal richtig sehen. Also so richtig sehen. Also nur so ein bisschen. Ah, da kommen ein paar. Okay, solange die so einzeln kommen, ist es in Ordnung. Ansonsten? Ansonsten erstmal nichts. Ja gut, soll mir recht sein. Kümmert ihr euch mal um den einen? Ihr holt euch alle den da drüben. Gehen wir mal so auf 20 hoch. Haben wir immer noch genug Reaktionsspielraum? Nennt euren Vergnügen, Herr. Ja, bitte, aber. Also, solange sie sich nicht wirklich sammeln, sondern einzeln kommen, geht das eigentlich. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? So, ein Kinderspiel. Den Wolf da drüben und den da unten, bitte. Wir greifen an, my lord. Womit kann ich dienen, Herr? Nennt euren Wunsch. Okay, hätten wir. Kommen von da oben noch irgendwo welche?
Das Schöne ist, da oben schützen eigentlich schon fast die Holzfäller. Ich müsste viel mehr Holzfäller da oben einfach bauen. Die dann überall hinwandern wollen auf der Karte, um Holz zu fällen. Und da habe ich dann so eine ziemliche Holzfäller. Eine Botschaft von eurem Informanten. Wo? Ja, bitte. Da oben. Machen wir mal weg. Ihr könnt auf uns zählen. Oh, die habe ich übersehen. Etwas schwierig. Natürlich nervig. Sehr wohl, mein Herr. Sehr wohl nervig, mein Herr. Ihr habt recht, mein Herr. Wohin gehen wir? Natürlich. So. Allzeit bereit. Okay, hielt sich noch in Grenzen und... Womit kann ich dienen? Wo war das jetzt? Nennt euren Wunsch. Okay, ich hab mich... Oh, 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 oh. Hi, ja, wo kommt die... Sie haben mich durchgeschlichen. Des Wolfs greifen an. Oh, von da links. Okay, hier haben sie ja trotzdem viele Wölfe auf dem Weg. Aber das ist mal neu, dass die von links kommen. Es läuft gerade so gut. Die müssen was, müssen mal was anderes passieren. Da ist das Feuer mal weg, Leute. Ich möchte die Käsereien neu platzieren, bitte. Dankeschön. Freundlich. Nahrung, 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 Nahrung. Ich krieg ja sonst nichts verkauft. Es sei denn, ich produziere tatsächlich Bögen zum Verkaufen. Eure Beliebtheit sinkt. Wölfe greifen an, my Lord. Wohin gehen wir? Wo? Ja, was denn wo? Ja, was denn wo? Allzeit bereit. Oh Gott. Gott, 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 das Godzilla. Aber da wird gerade tatsächlich Käse gemacht. Das heißt, so lange ist es jetzt auch nicht mehr mit der knappen Nahrung. Habe ich schon mal erwähnt, dass diese Mission einfach nur eklig ist? Dass diese Mission kleine Kinder zum Frühstück isst? So, ihr geht mal da hoch und macht die Wölfe da im Fluss kaputt. Und ich kann nur hoffen, dass es wenige sind. Bei den Truppen des Wolfs müssen wir ein bisschen aufpassen. Wo sind die jetzt überhaupt hin? Die sind noch da gekommen. Ja, okay, deine Schwertkämpfer schlägt sich da ganz tapfer. Das sind alles Wölfe, die ich nicht mehr haben muss. Ich würde mich sogar viel lieber mit den Schwertkämpfern rumschlagen, als mit den Wölfen. Einfach weil die Schwertkämpfer zu langsam sind, um mir irgendwie gefährlich zu werden. Auf uns zählen. Nennt euren Wunsch. Also um jetzt meine Bevölkerung voll wegzumetzeln. Dann bräuchte ich zwar viele Lanzenträger zum Gegendrücken, aber die könnten mich nicht wirklich überraschen. Wie die Wölfe es oft tun. Ja, bitte. Verstehen Sie? Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. Ja, wunderbar. Perfektes Timing von den Wölfen, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Wölfe, hier geht man zu. Ja, ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Womit kann ich dienen? Vergnügen, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? So, da oben ist jetzt auch Ruhe. Und ich habe ein weiteres Pechvorkommen gesichert. Dann gehen wir mal hier zurück. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass die jetzt hier durch wollen. Die Wölfe. Ihr könnt auf uns zählen. Ne, die gehen da oben lang. Ach, jetzt gehen sie da oben in meine Farmen rein. Okay. Sehr wohl, mein Herr. Aber ich habe ein paar Holzfäller, die sich mal anschließen bei meinem Kampf. Auch gut. Hier unten nichts. Okay, solange hier unten nichts ist, schicke ich noch ein paar Soldaten mit hoch. Ja, bitte. Hier, die Holzfäller machen echt schon mal ein bisschen Vorarbeit. Das ist echt nicht schlecht, die braucht man. Schade, dass man keine Jäger haben darf. Das wäre so viel schöner. Aber ja, das Thema hatten wir schon mal. Gut, ihr dürft ruhig gerne meine Holzfäller angreifen ein bisschen. Die können sich wehren. Da unten wird auch nichts mehr gemacht gerade. Wir rücken aus. Ich muss hier halt einfach den Überblick halten. Wunsch.